geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Best Of. Wir sind schon mitten im Laden hier. Wir warten jetzt, bis der Chef kommt. Wir waren schon vor dem Chef hier. Der nette Mitarbeiter hat uns die Tür aufgemacht. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt auf den Chef. Bis gleich. Der verkauft nicht nur amerikanische Pizza, also Art, sondern auch italienische. Pasta, Sandwich und Chicken, also Chicken Wings und so. Salat haben die auch, ne? Aber sieht schon interessant aus. Ich zeig mal die Karte hier. Also da haben wir diese amerikanische Style-Pizza. Da haben wir italienische Style, Pasta, Sandwich, Salat. Dann haben wir hier die Chicken Wings. Und der soll hier richtig, richtig leckere Burger haben. Und ich habe mir gedacht, weil ich heute nicht alleine bin, wenn wir alles bestellen, machen den Tisch voll, Leute. Eins kann ich noch sagen, es ist alles Halal. Es wird hier auch kein Alkohol verkauft. Es wird sehr sauber gearbeitet, das kann ich auch gleich alles zeigen. Getränke haben wir auch sehr viel da zur Auswahl. Eistee Pfirsich, Eistee Zitrone. Willst du was trinken? Was möchten Sie haben, der Herr? Ich verkaufe Ihnen, was Sie wollen. Wir haben alles außer Bier. Und der Erste macht schon den Kühlschrank auf. Und er schnappt sich Eistee Pfirsich. Er kommt nicht ran. Er kommt nicht ran. Wie süß. Okay, jetzt hast du es bekommen. Bist du jetzt glücklich? Ja. Weil du glücklich bist, bin ich es auch. Schon sind wir in Steintor und direkt kippt jemand hier rum, Alter. It's good, Bro. Steh auf. Da hinten gibt es eine Shisha-Bar, genau gegenüber. Hookah. Kennst du noch Hookah, die Shisha-Bar? Ich habe damals gelebt da drin, Alter. Ich hab ihn gefragt, kann ich oben ein Bett machen? Bruder, ich war jeden Tag da. Das war das Beste, was es gab. Wirklich, Hookah war eine der stärksten Shisha-Bars in Hannover. Wirklich, Personal war richtig korrekt. Während ich Shisha habe ich Massage bekommen. McDonalds war um die Ecke. Du Shishas, gehst fressen, gehst nochmal Shisha an. Hookah ist heftig. Ich weiß, ich war lange nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber meinst du, man kann so The Best of Shisha Bar machen? Nee, Bruder. Ich schick meine Lunge damit auf. Geht's dir alles klar? Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du da bist. Bruder, wie wird dein Laden ausgesprochen? Panova? Da habe ich richtig gesagt, okay. Panova, Bruder, Panova. Was verkaufst du hier genau? Du hast amerikanische Pizza, habe ich gesehen. Wir haben amerikanische Pfannpizzen, die sind ein bisschen dicker, werden in der Pfanne eingelegt. Okay. Dann haben wir noch so Hähnchenprodukte, die sind auch eingelegt in Barbecue, Buffalos, wie Chili, Chicken Wings, Sandwiches. Habt ihr alles voll Paket? Burger, alles, was du willst. Ja, ich sehe, ich lese gerade, während du mit mir redest. Baby, ich hypnotisiere, Bruder. Ich habe gehört, ihr habt auch krasse Burger. Burger sind sehr gut. Ich habe Hähnchen, wirklich, aber wir machen die richtig. Ja, aber habt ihr nur Hähnchenburger, kein Fleisch? Nur Hähnchenburger. Okay, egal, Bruder, ist auch. Ne? Was kannst du uns empfehlen? Was kannst du? Bruder, was ich lecker. Mach dir jetzt gleich eine dicke, fette amerikanische Pfannpizza. Okay. Dann mach ich dir noch so eine schöne Chickenplatte. Die musst du auch auf jeden Fall. Okay, probieren. Bruder, aber ich möchte auch den Burger probieren, ne? Mach uns einfach was alles, was es gibt, Bruder. Ich mach dir einfach, mach dich voll, Bruder. Ich bin nicht alleine. Okay, Bruder, dann bin ich gespannt, was du uns machst. Bis gleich. Danke, Bruder. Wie schätzt du deine Pizza von Skala von 1 bis 10? Ohne Scheiß, Bruder. Ja. 11. 11? Also du sagst, deine Pizzen sind 11. Max schon 11, Bruder.
Boah, das ist eine Ansage, Alter. Ich bin gespannt, Bruder. Okay, ich bin gespannt. Ich bin schon überzeugt. Ja, Bruder, ich bin gespannt, Alter. Wenn es nicht reicht, sag ich dann. Wenn das nicht reicht, sag ich. Bruder, ich weiß nicht, was fehlt noch von der Karte? Bruder, ja, ne, Pasta, Sandwich, alles so. Ja, Bruder, wir haben Burger, Pizza. Ihr seid ja hauptsächlich Pizza, aber Wings sehen brutal aus. Burger sieht brutal aus. Schau mal, das riecht auch geil aus. Chicken Wings und Chicken Bites habe ich hier gemacht. Die sind mit Barbecue-Soße. Ja. Yeah. Das sind Sweet Chili, Chicken Wings, Chicken Bites, ja. Sweet Chili Burger, klassischer Burger und die zwei leckeren Fun-Pizzen. Ja, ich bin gespannt, Bruder. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Arbeit, Bruder, du Armer. Ich komme direkt um 12 Uhr, ich nehme ihn auseinander. Dankeschön, Bruder, danke. So, Freunde, was haben wir geholt, Alter? Wir haben diesen Laden richtig pleite gemacht. Hör mal ehrlich, wie schmeckt die Pizza? Nur? 1 von 10? 7,5. Ich glaube, ich fange hier mit dem Burger an. Boah, der sieht auch richtig saftig aus. Ich habe jetzt nicht gefragt, wie dieser Burger heißt. Die haben so einen eigenen Namen. Aber ich beiß jetzt rein, Alter, der tropft. Diese Kombi mit der Soße ist geil. Das ist süß-sauer mit Mayo, glaube ich. Mayonnaise mit süß-sauer, das ist echt eine geile Kombi. So, jetzt beiß ich hier noch mal richtig rein, Alter. Boah, das ist richtig gut. Also der letzte, den ich wirklich gut gegessen habe, war bei Happy Fingers in Bremen. Der hat mich jetzt ein bisschen mehr überzeugt. Also das Brot hier ist richtig gut. Das ist hier von außen ein bisschen knusprig und von innen weich. Das ist so wie bei Dönerbrot. Und da kommt noch diese Soße-Kombi mit diesem Hähnchen. Das ist echt gut, Alter. Ich kann keinen Burger essen. Ich habe jetzt den probiert, probiere ich den, aber diesmal schneide ich den in der Mitte. So, jetzt kann man hier nochmal sehen, das Brot von drinnen richtig fluffig. Und das ist jetzt nicht Barbecue, das ist jetzt, glaube ich, nur Mayo. Also Mayo, glaube ich. Ich glaube, das ist Knoblauch. Boah, das sieht so gut aus. Das ist jetzt der Standard, also der normale, ohne alles andere. Das ist der Standard. Ich weiß, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, Bruder. Ich habe diesen Namen von diesem Burger gar nicht. Aber das ist der Standard, wo er nur ein bisschen Knoblauch reinmacht. Tomaten, dieses Hähnchen, das war's. Aber das andere war diese spezielle. Also ich muss sagen, den anderen fand ich leckerer. Der ist auch richtig gut, aber der hier fand ich viel leckerer. Vielleicht kommen die Wings. Ganz kurz, bevor ich jetzt mit den Wings anfange. Ich habe jetzt beide Burger probiert. Ich werde auch direkt die beiden Burger bewerten. Dieser Burger hier, das sind jetzt die zwei verschiedenen. Dieser mit dem süß-sauer, mit bisschen scharf, glaube ich, Knoblauch. Der hat auf jeden Fall eine 8,5 verdient. Und dieser Burger hier, wo nur Knoblauchsoße drauf ist, der war auch extrem lecker. Aber der kriegt von mir eine 8. Ich fand den viel leckerer und der war auch sehr saftig. Deswegen, also 8,5, 8. Ich küsse dein Herz. Bruder, ich stand das in der Pfanne los. Bruder, ich stand das in der Pfanne, mein Gott. Alter, man hat das voll vergessen, Bruder. Die haben uns richtig verarscht, Alter. Heftiger Typ, ey. So, hier haben wir die Wings, sollen richtig gut sein. Das ist sauber. Das ist immer diese Süße, weißt du, die süß-sauer, Bruder. Man kommt ein bisschen scharf, kommt direkt Hähnchen. Du hast komplett diese Kombi im Mund, diese Geschmackssorten. Richtig gut. Du hast auch so eine Geschmacksexplosion in deinem Mund, ne? Dann probiere ich direkt hier Barbecue. Barbecue ist auch so ein, wenn du dran riechst, ne? Das sticht dir voll ins Nasen, Augen, Arschloch, alles. Du beißt da rein und du hast Explosion, sein Vater, von diesem Barbecue-Geschmack. Wirklich, dieser Barbecue-Geschmack ist heftig, dass du kaum noch diesen Hähnchengeschmack kriegst. Wirklich, der ist extrem. Es war, also Barbecue war okay, finde ich, aber ich fand das hier viel leckerer. Barbecue schmeckt auch, ne? Aber das nimmt extrem den Geschmack weg von Hähnchen. Aber wirklich, ich bewerte das jetzt auch direkt. Also das kriegt von mir auf jeden Fall eine 8, mit Barbecue 7,5. So, Freunde, jetzt haben wir hier zwei ähnlichen Pizzen, aber hier ist Zwiebel und Barbecue drauf und hier ist keine Zwiebelbarbecue, sondern Mais. Sonst sind die gleich. Da ist Salami drauf, Hähnchen, Käse, Mais. Hier ist Salami, Hähnchen, Käse, rote Zwiebeln und Barbecue. Ich möchte mich jetzt erstmal mit Messer, Gabel probieren. Ich weiß, ich esse meine Pizza so nicht. Ich bin nicht auf Klassik unterwegs heute, aber okay, das ist jetzt der erste Biss amerikanische Pizza.
Nochmal. Ich habe in meinem Leben viele Pizza gegessen, ne? Aber diese Pizza ist wirklich einzigartig gerade. Also das ist so ein Geschmack, den hatte ich nicht bei anderen Pizza gehabt. Wirklich, dieser Teig. Das kommt vom Teig, Bruder. Dieser Teig gibt noch so einen extra Zungenkuss. Weißt du? Du beißt da rein und Teig macht sofort... sofort, so mit Liebe. Diese, kennst du das, deine Zunge? So. Wirklich, Teig ist krank. So, probieren wir das mit Barbecue. Mal gucken, ob da uns auch einen Zungenkuss gibt. Teig ist ja gleich, Hammer, aber ich finde, meine Meinung, diese Barbecue macht einfach alles kaputt, Bruder. Wirklich, diese Barbecue hat so einen starken Geschmack, dass er diesen Rest alles zerstört. Beide sind geil, aber nur diese Barbecue zerstört gerade irgendwie meinen Geschmack, Bruder, auf der Zunge. Wirklich, ich krieg einen Zungenkuss und kommt der andere und gibt so einen Arschtritt, weiß nicht. Das waren jetzt eine der besten Pizza, die ich gegessen habe. Ich habe wirklich viele Pizzen gegessen, aber nicht wie der. Ich hätte niemals gedacht, dass amerikanische Art und also amerikanische Pizza mir wirklich gefallen. Weil ich stehe eigentlich mehr auf dünner Teig, weißt du? Ich sage einmal kurz und knapp, das mit Barbecue kriegt von mir auf jeden Fall eine 7,5. Ich finde einfach, diese Barbecue-Soße hat einfach mir diesen ganzen Geschmack versaut. Aber es ist jedem seins, ne? Jeder hat einen anderen Geschmack. Es gibt Leute, die lieben das, ne? Dieser hier, der kriegt von mir auf jeden Fall eine 8,5. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich danke für die ganze Arbeit. Es ist unglaublich lecker. Leute, ich kann diesen Laden wirklich empfehlen. In Hannover, mitten in der Stadt. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr in der Beschreibung für diesen Laden. Gut, das war's erstmal mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu liken, kommentieren und abonnieren. Wir haben jetzt hier noch viel zu tun. Wir werden jetzt alles aufessen. Natürlich, was wir nicht schaffen, nehmen wir mit. So, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich küsse euer Herz. Jamie on a beat.